Servus Freunde und damit recht herzlich willkommen zu Folge 25 Need for Speed Most Wanted Retro Let's Play. Ja, ich hoffe, ihr habt bisher einen schönen Tag gehabt und jetzt geht's weiter mit Action in den im letzten Rennen. Und dann nach diesem Rennen werden wir Ming herausfordern. Mit unserem wunderbar schön aufgetunten Porsche Carrera. Junge, der hat mittlerweile so viel Leistung, das ist krank. Ich freue mich schon, wenn wir uns endlich dann irgendwann unser finales Auto haben, was dann auf Maximalstufe aufgebaut ist. Das kann doch geil werden. Ja, das ist jetzt ein bisschen optimal. Aber mitkommen tun sie halt nicht. Naja, mitkommen müssen sie ja nicht davor. Wir kommen natürlich wieder neue. Ich bin mit Speedbreaker hier über die Kante drüber, sonst wären wir nämlich ordentlich geflogen. Also der fährt sich so geil, dieser Porsche, das ist unfassbar. Man muss halt nur rechtzeitig fahren. Mal Hälfte haben wir gleich geschafft. Aber jetzt haben wir die Hälfte geschafft. Okay, ich werde mich gerade verdammt gut weghalten. Naja, wir sind auf Stufe 1, da können wir nachher noch ein bisschen abbauen. Abbauen. Ich meine, wir müssen ja mittlerweile schon mit Einheiten auf Stufe 4 klarkommen, dass sie hier eine Lachnummer geben. Ah, gleich sind wir durch. Da würde ich sagen, mit dem bisschen Geld, was wir jetzt verdient haben, werden wir dann noch mal kurz zum Züger fahren. Alter, lass mich ausreden! Werden wir dann noch kurz zum Tuner fahren und was machen, weil so serienmäßig können wir nicht gegen den Black Decker antreten. Das ist schon die ganze letzte Folge hier mit dem serienmäßigen Porsche optisch rumgefahren. Da können wir jetzt dann auch mal optisch ein bisschen was machen. Nein, 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 wollte ich wieder hin. Wieder abbiegen. Wieder. So. Als ob ich den nicht kaputt gemacht habe. Okay, der hat sich gerade selber kaputt gemacht, aber nicht schlimm.
Okay, der hat sich gerade auch irgendwie selber kaputt gemacht. Der ist ein Parkplatz, lol. Lass mich rein. Lass mich da rein. Danke. So, Leistung haben wir, glaube ich, meine ich, in der letzten Folge schon alles getan. Was geht? Ich glaube, Farbe ist das Einzige, was ich nicht gemacht habe, weil ich das ja nach Ming-E freischalte. Reifen haben wir schon. Ultimate, das ist halt krank. Bremsen kriegen wir noch bei Webster. Und Turbo haben wir auch schon voll. Gut, dann heißt es jetzt optisch noch ein bisschen was verschönern an diesem Porsche. Die Reifen ein bisschen tiefer gezogen. Nee, das sieht im Grund halt absolut hässlich aus. Der Body 4 schaut am schicksten aus. Oder? Ui, hat der dicke Rohre hinten. Ja, ich würde sagen, den tüten wir einmal ein. Jetzt muss natürlich noch ein schicker Flügel drauf. Nehmen wir ihn dafür ein. Der ist zwar so standardmäßig, aber das ist so standardmäßig, da muss ein aggressiverer drauf. Gucken wir mal, ob ein Tuner was dabei ist. Das schaut auch so interessant aus. Halt, nein. Na, ich glaube, der hier könnte ganz gut sein. Nee, doch nicht. Einfach nur so ein ganz glatter, das wird, glaube ich. Komm, nehmen wir den. Belgen. Komm, wir fahren einen Porsche, da kann man auch ein paar BBS drauf fahren, oder? Ja, mal BBS RK. Schick, schick. Okay, für mehr reicht es tatsächlich auch nicht, weil, ja. Wegen sind zu teuer. Motorhauben sind zu teuer. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine andere Farbe dran. Dann nehmen wir mal nur Hochglanz. Nils können wir noch nicht. Belgenfarbe. Nehmen wir dann noch Schwarz. Dann können wir das ja einmal noch kurz von der Farbe ein bisschen hier anpassen. So. Und mehr können wir auch nicht machen, weil jetzt sind wir nämlich out of cash. Aber er schaut jetzt endlich schick aus. So. Oh, wir haben noch den Blitz noch nicht gemacht. Sorry. Ich noch gemacht, ich habe eine feste Scheiße, die noch gefunden habe. Dass man hier eigentlich perfekt mit dem Boden durchfahren muss. Ich mag den Blitzer nicht. Und jetzt wird es wieder interessant, weil jetzt ein Kopf alarmiert werden. Jetzt haben wir es. Green Porsche. Jawohl, schön. Okay, der wird auch nicht wirklich viel einfacher, glaube ich. Okay,
Wir haben jetzt unsere Fahndungsstufe dadurch die Folgen gerade auch mal wieder abgebaut. Warum sind die so unterschiedlich schwer? Können die nicht einfach einheitlich schwer sein? Ja. Muss da jetzt ein Kopf sein? Muss da jetzt auch ein Kopf sein? Wow. Ich würde sagen, ich hänge den mal ganz kurz wieder ab. So, ich kann den Blitz noch nicht auslösen, weil ich hier gerade noch bei der Verfolgungsjagd bin. Dann machen wir uns den Verkehr weiter auf. Okay. Ich glaube, ich brauche mich nochmal dahinter hin, weil das wird so nix. Alter, was mache ich denn? Ja, jetzt haben wir es aber. Und mit diesem Blitzerfoto würde ich sagen, fordern wir einmal Ming heraus. Wäre natürlich absolut Premium, wenn wir diesen Lamborghini gewinnen könnten. Auch wenn ich ihn nicht fahren werde, aber boah. Es ist halt ein Lamborghini. Guck mal, wie er fleckt, indem er hier serienmäßige Autos gerade noch so kurz vor der Ziellinie geholt. Und einen armen Passanten gerade umbringt. Ich bin gespannt, zur Fahrer gerade auf den Grund aus. Meine Führung. Der Lamborghini ist so fucking schnell. Naja. Es bringt nichts, schnell zu sein, wenn man am Ende keine Bremsen hat. Wenn es unfähig ist, die einzusetzen. Ich muss mich tatsächlich auch mal bei euch bedanken, weil das Feedback, viel Feedback kam bisher nicht, aber das, was ich an Feedback bekommen habe, war alles positiv. Und ich sehe auch daran, wie ihr meine Videos anguckt, dass es euch auf jeden Fall gefällt und dass ihr auch die Videos komplett anschaut. Das ist was tatsächlich, wo ich ja angefangen habe, das Let's Play aufzunehmen, nicht damit gerechnet hätte. Dementsprechend ganz großes Dankeschön an alle, die sich regelmäßig meine Videos anschauen. Und auch einfach gerne mal sagen, dementsprechend, ich mache es wirklich nie, aber ich sage es auch ab und zu mal. Nicht vergessen, Like da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren und einen lieben Kommentar schreiben. Ich lese mir alle Kommentare durch und es freut mich auch immer, nette Kommentare zu lesen.
Gut, genug Eigenwerbung. Jetzt geht's weiter mit dem Rennen fahren. Weil das Rennen gerade etwas langweilig ist, weil er halt wieder nicht hinterherkommt. Damit haben wir das erste von den beiden Rennen für uns entschieden. Aber ich glaube, das zweite Rennen wird deutlich interessanter mit dem Speedtrap-Rennen. Genau deswegen nutzt ihr den Speedbreaker, weil man damit halt eben besser rumkommt. Das war sehr knapp. Ich glaube, ich habe gerade mal Familie einen ordentlichen Strecken eingejagt. Nicht die Lautstärke mitnehmen, jawohl. Nein, nicht gut, Taxi, nicht gut. Das könnte mir jetzt gerade das Genick gebrochen haben. Ich bin jetzt nämlich 30 hinten. Das war gar nicht gut gerade der Blitzer. Aber noch ein bisschen Fahrt zulegen hier. Aber nicht auf der Brücke, egal. Wir waren schneller als vielleicht. Aber ich glaube, das wird recht gut gerade. Okay, rechts umzufahren macht gar keinen Sinn, wenn man halt das so viel Geschwindigkeit verliert. Jo, kam der angeflogen. Ich kann ruhig hinter ihm ins Ziel kommen. Ich sollte halt nur nicht weit hinter ihm ins Ziel kommen. Ich will jetzt genug Vorsprung haben. Am besten erst natürlich die Führung zu haben und als erste durchs Ziel zu fahren. Okay, er nimmt halt alles auf den Straßenpapier, was. Wodurch ich jetzt hier irgendwie das denn gewonnen habe. Das einzige Problem ist, ich weiß nicht mehr, wo der letzte. Der letzte Fahrer sein Fahrzeugschein versteckt hat. Und dementsprechend muss ich jetzt raten. Und ich sag einfach mal in der Mitte. Okay, 50.000 extra Cash ist sehr geil. Bitte komm. Jawohl! Ich hab den Pink Slip. Und das wird unser nächster Rivale. Der gute Wes Allen, aka Webster. Wer lesen will, bitteschön. Jetzt sind wir mittlerweile, greifen wir mittlerweile die Top 5 an. Ich muss auch sagen, diese C5 Corvette, das Ding schaut einfach saugeil aus. Diese Lackierung ist einfach mehr als nur pornös. So, how does it feel? Number 6 on the blacklist after coming back from nothing. Who would have thought? It's gotta feel.
feel good. Keep it up. Ja. Fühlt sich gut an. Und mit dem Rest, mit dem Geld, was wir gerade gewonnen haben, wir haben jetzt, Alter, wir haben jetzt 78.000. Können wir jetzt einmal für das bessere Fahrwerk einbauen. Den besseren Nitro. Und ich glaube, mehr gibt es schon gar nicht, was ich noch einbauen könnte. Von dem her machen wir jetzt noch die restlichen optischen. Nein, da kommt kein Dustbowler drauf. Die restlichen optischen Tuning-Teile. Ich glaube, ich habe Bock auf eine Carbon-Motorhaube. Und die schaut am schicksten aus. Ich meine, die Frage ist, wie viele Luftlöcher wollen wir da vorne haben? Und ich sag halt einfach so, ja. Und entsprechend nehmen wir die. So, jetzt machen wir noch einmal hier ein schickes Vinyl drauf. Mal einmal kurz gucken hier. Einzigartig. Hier, der schaut halt echt böse aus. Aber ich guck einmal noch kurz. Ja, Wettbewerbsliga. Da gibt es theoretisch auch noch welche. Full Body ist halt schwierig mit der Carbon-Motorhaube. Deswegen würde ich, glaube ich, tatsächlich am ehesten einfach hier diesen Drachen nehmen. Dann kommt noch hier. Bin ich mittlerweile hier schon. Ja, ich habe schon Perl farbenfrei. Equals, was machen wir da vorne noch schön hin? Jawohl, einmal schön BWS auf die Frontscheibe klatschen. Und hinten machen wir dann einmal schön Brembo drauf. Dass auch ein bisschen was aussieht. Und hier können wir jetzt einmal. Nehmen wir den hier. Nehmen wir die gleichen Farben wie gerade eben. Ja, und damit haben wir jetzt das Auto fertig gebaut, können in der nächsten Folge angreifen und uns ranmachen, dass wir uns gegen Webster behaupten. Dementsprechend würde ich sagen, war es mit dieser Folge. Bis dahin, haut rein und ciao.